Hallo RCK-Fronti-Freunde, ich begrüße euch zu meinem Fazitvideo bezüglich dem Serpent X20 Front Wheel Drive. Ich möchte auch ganz zu Beginn wieder darauf hinweisen, dass ich diesen Baukasten nicht komplett selber bezahlt habe, sondern ich eine Unterstützung von der Firma 2Speed erhalten habe, sodass ich euch einfach dieses Fahrzeug zeigen kann. Worum soll es heute in dem Video eigentlich gehen? Ja, also so ein Fazitvideo ist immer ein bisschen schwierig für mich, denn es ist ja alles so meine Meinung da dazu. Wie es auf mich gewirkt hat, was gut war, was schlecht war, kann ich einfach nur aus meiner Sicht beschreiben. Das ist wichtig, dass ihr das wisst, denn jeder kann das so ein bisschen anders empfinden. Es gibt vielleicht so ein paar Tatsachen, die vielleicht super sind und auch welche, die negativ sind. Da lässt sich nicht drum streiten. Aber ihr könnt es mir auch gerne einfach unten drunter schreiben, wie eure Meinung über dieses Fahrzeug ist. Also würde mich auch sehr interessieren, weil dieser Fronti-Bereich für mich ziemlich neu ist und das auch seit ein paar Jahren durch Corona etwas unterbrochen, aber seit ein paar Jahren so ein Boom ein bisschen erlebt. Man sieht es in der ETS-Serie, da sind unheimlich viele Fahrer, die richtig, richtig Spaß haben mit dem Auto. Oder zum Beispiel auch bei der TOS, die sich auch sehr, sehr viel Mühe geben. Grüße an den Sebastian Mayberger an der Stelle. Und mit seinem Team natürlich auch. Also nicht zu vergessen, da gehört immer ein Riesenteam dahinter, dass diese Rennen so abgehalten werden können. Also der Fronti-Bereich, der hat einfach einen Riesen-Hype hinter sich. Und das ist begründet, teilweise aber auch für mich nicht ganz begründet. Kommen wir aber später dazu. So, ich möchte jetzt einfach mit verschiedenen Sachen beginnen. Wir haben das ja zusammen aufgebaut, ausgepackt, die Elektronik eingebaut. Ich bin es auch, wie gesagt, schon gefahren. Ganz vorneweg, ich werde Fronti niemals in einem Rennen fahren. Das ist irgendwie nicht so ganz meine Klasse. Ich weiß nicht vom Fahrgefühl her, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin es auch wirklich mehrere Tage gefahren, nicht einmal nur kurz, sondern wirklich des Öfteren. Habe es probiert und es hat mir einfach nicht den Spaß bereitet. Ich versuche es mal hochwissenschaftlich zu greifen, woran das liegt. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe, aber einen Hauptgrund. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit der Truck-Klasse. Beim Truck war es so, dass wir mit mehreren Leuten auf der Bahn gefahren sind und in der Kurve konnte man so richtig so ein bisschen aneinander rangeln, natürlich nicht wegschießen, sowas macht man nicht, aber so ein bisschen anlehnen und so, das ging wunderbar. Und das hat er in dem Mordsgaudi gemacht. Und da habe ich gehofft, dass es hier auch so ein bisschen geht, weil es ja auch eine etwas langsamere Klasse ist. Aber es war irgendwie gar nicht der Fall, denn diese Karos, sobald man ein bisschen aneinander dotzt, entweder dreht sich das Auto sofort rum, weil das Heck ja super leicht ist, da ist ja fast nichts verbaut, oder die Karos verhaken sich ineinander. Also diese Illusion wurde mir zum Beispiel komplett genommen, was ich ein bisschen schade fand. Aber naja, das ist ja vielleicht nur ein kleiner Faktor, wo ihr sagt, ja, das spielt ja gar keine Rolle. Und dann gibt es noch so andere Faktoren und das bezieht sich dann auch auf die Räder. Es ist ja auch so, dass dieses Rad in den meisten Rennklassen vorgeschrieben ist. Da hat sich allerdings schon ein bisschen was getan zu dieser Saison. Das meiste kommt ja aus der ETS heraus. Und zwar ist das Hauptproblem, dass dieses Rad nach einigen Akkus einfach so aussieht. In anderen Rennklassen ist es so, dass das Rad dann einfach nicht mehr taugt. Ja? Man kann es nicht mehr fahren. Und hier ist es so, dass das Auto dann deutlich mehr Griff produziert. Es wird ein bisschen schwerer zu fahren, ja, aber es produziert deutlich mehr Griff. Du kriegst viel, viel schnellere Rundenzeiten. Das Rad bläht sich ein bisschen auf. Und somit ist die Chancengleichheit sehr, sehr schwer herzustellen. Und ich habe vorhin schon den Sebastian Mayberg erwähnt von der TOS. Ich habe ein ziemlich langes Gespräch mal mit ihm gehabt auf dem Rennen. Und die zerbrechen sich da wirklich den Kopf, das irgendwie jedem recht zu machen. Aber das geht natürlich nicht bei so vielen Fahrern. Unheimlich schwierig und bei so einem Problem. Und da haben sich die Rennleiter und alle zusammengetan und haben mit Ride einen neuen Reifen entwickelt. Den habe ich jetzt leider nicht da. Und der ist einfach von der Struktur ganz anders aufgebaut. Und dadurch sollte dieses Problem eliminiert sein. Aber solange in einer Rennserie oder einer Rennklasse so ein Problem mit dem Reifen besteht, und das ist das Wichtigste überhaupt, hat man eigentlich keine Chance, Spaß zu haben, wenn man da irgendwie schnell sein will, weil jeder trickst einfach mit diesem Rad umher. Und wenn man das nicht macht, dann fährt man auch nicht vorne mit. Und das finde ich immer so ein bisschen traurig. Ich bin immer so ein Fan davon, ein Auto aufzubauen, seine Karo schön zu machen, alles gut passend zu machen, ein gutes Setup reinzuschrauben oder ein Setup zu finden und die Räder und alles so zu nehmen, wie es einfach kommt, ohne irgendwie eine Riesenbearbeitung.
Denn wenn man sich dadurch einen Vorteil erschaffen kann, also ich weiß nicht, ihr habt ja bestimmt auch mein Video vom 1. April mal gesehen, was so ein bisschen spaßig angelehnt war, aber manche Prinzipien, kann ich euch sagen, die sind wirklich nicht sehr weit weg davon. Aber so viel erstmal zum Rat. Also wie gesagt, achtet darauf, wenn ihr mit mehreren zusammen fahrt, dass ihr die gleichen Gegebenheiten habt, was das Rad hier betrifft. Dann kommen wir als nächstes mal zu den Karosserien. Ich lege mal dazu diese Schachtel hier weg. Und zwar ist es bei den Karosserien, da gibt es ganz verschiedene. Und da möchte ich als erstes ganz wichtig sagen, die Ähnlichkeit mit irgendwelchen Herstellern, ob es jetzt VW ist oder Honda oder so, damit habe ich gar nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, ob diese Karos legal homologisiert sind. Ist mir auch wurscht, die werden so gekauft und lackiert. Ansonsten habe ich mit dem gar nichts zu tun. Dass die eventuell mit irgendwelchen Herstellern ähnlich sind, da kann ich nicht viel dafür. Aber diese Karos sehen einfach wunderbar aus. Also schaut euch mal an. Es erinnert natürlich an ein gewisses Fahrzeug, wie das hier aussieht. Ich habe es auch mal im Speedpix-Design lackiert. Und da habe ich halt das erste Mal auch natürlich mal einen richtigen Hammer reingehauen und einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich hier beim Plotten das Spiegelverkehrt vergessen rauszunehmen. Dann sieht das natürlich so aus. Und wenn man das dann sehr spät merkt und meint, ja komm, ich lackiere es halt doch fertig, wird schon gehen, dann sieht das echt peinlich aus. Aber die Karo von der Form her an sich sehr cool. Dann wird diese Bitty Karo wird auch sehr gerne gefahren. Das ist die HCF. Die habe ich so in meinem Standarddesign einfach mal lackiert. Lege ich mal hier vorne hin. Und dann habe ich hier noch so eine Blitzkaro. Ja, also da gibt es wie in jeder Rennklasse einfach die verschiedensten Karosserien. Aber nun zum Auto selber. Beginnen möchte ich einfach mit der Verarbeitung der Teile. Also das Chassis ist top verarbeitet, die Bohrungen sind gut gemacht, da gibt es gar nichts auszusetzen. Die Schrauben, die mitgeliefert werden, sind auch in Ordnung. Die Kunststoffteile sind schön gemacht, da gibt es auch gar nichts zu sagen. Topdeck, alles, die Aluteile, die Fräsungen, passt alles wunderbar. Also Passgenauigkeit, alles super. Was mir hier vom Grundaufbau nicht so ganz gefallen hat, ist diese Sache hier mit diesen Kunststoffunterlagen. Also ja, wenn man es frisch aufbaut, dann klemmt es ein bisschen, dann schleift man sich das zurecht und dann wird es irgendwann, wenn man es öfters gefahren ist, wird es ein bisschen locker. Also das finde ich nicht ganz so cool. Das Ganze macht man ja dazu, damit man den Nachlauf sehr flexibel und vor allem schnell einstellen kann oder verändern kann, besser gesagt. Ja, viele haben auch hier einfach Alu-Shims drin und dann nur noch so eine kleine austauschbare Geschichte. Ja, aber warum macht man es dann nicht gleich vom Baukasten her so? Also das verstehe ich nicht so ganz. Die Dämpfer übrigens fand ich auch ganz gut, da gibt es auch nichts auszusetzen. Farblich hält sich das Fahrzeug ziemlich zurück. Also ist nur ein bisschen Gold an den Dämpfern verbaut und dieses Orange. Und wenn ich schon so quer halte, muss ich gleich dazu sagen, das ist nicht das Standard-Setup der Elektronik, wie es hier gezeigt wird. Ihr habt es in meinem Elektronik-Video gesehen, dass ich zum Schluss die Variante 3 verbaut habe, die ja möglich ist. Standard ist, dass der Akku quer hier eingebaut wird. Aber diese Variante ist mir einfach deutlich sympathischer und deswegen habe ich es auch so gebaut. Vielleicht ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Inzwischen gibt es ja das 2021er Modell, zumindest auf der Serpent Homepage. Ich weiß nicht, wann diese Modelle ausgeliefert werden. Also wenn ihr euch einen kaufen möchtet, dann solltet ihr darauf natürlich achten, damit ihr das aktuelle Modell bekommt. Was da genau anders ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe es nur kurz überflogen auf der Website, habe ich mich aber nicht weiter erstmal damit beschäftigt. Nun aber weiter zu dem Modell. Dann haben wir hier hinten haben wir noch ein AAS-System verbaut, was auch sehr, sehr viel Einfluss macht von der Einstellung her. Und wir haben hinten diese Karosteher, die ich nach hinten gebaut habe. Die sind auch nicht so standardmäßig im Baukasten enthalten. Nur noch mal als Hinweis hierzu. Also wie gesagt, rundherum ist das Auto grundlegend sehr, sehr gut gemacht. Also von der Qualität her alles top. Aber jetzt gibt es ein Manko, was mir persönlich gar nicht gefallen hat. Das ist natürlich auch wieder eure Sache, ob ihr das gut findet oder nicht gut findet. Und zwar ist es das, dass hier das Servo rechts gebaut ist. Warum hat man das gemacht? Es ist einfach aus Performancegründen, hat man, denke ich, versucht.
das Gewicht möglichst weit nach vorne zu bringen und möglichst tief runter zu bringen. Und dadurch ergibt sich diese Konstruktion des Motors mit dem Servo, mit dem Hauptzahnrad, einfach dieses Hauptgetriebe. Aber der Platz ist so beengt, also wenn ich da was schrauben möchte, ist wirklich super eng. Und auch die Lösung, dass man den Servo jedes Mal rausnimmt, die finde ich einfach nicht schick. Also ich hätte es einfach lieber so gesehen, wie es auch in den anderen Wegen ist, dass der Motor ein bisschen weiter hinten ist, dann ist das Servo auf der Seite und einfach so der Standard verbaut. Oder viele Frontis, die haben ja den Motor sogar vor der Vorderachse. Das war ja auch mal sogar ein Riesenstreitthema. Und was auch hier einhergeht, ist, dass die versucht haben, das Hauptzahnrad so tief wie möglich zu setzen. Das macht ja auch Sinn, aber dadurch wird das Hauptzahnrad sehr, sehr klein. Was bedeutet das für uns, wenn wir das Hauptzahnrad oder das Ritzel um einen Zahn verändern? Dann verändern wir richtig viel an der Fahrgeschwindigkeit, also an der Untersetzung. Und ich muss hier eine Sache zugeben, mir ist das nämlich echt passiert, hatte ich noch nie das Problem. Ich habe hier einen Zahn zu klein eingebaut. Und ich bin davon ausgegangen, ich bin komplett richtig, bin auf die Bahn und habe mal geguckt, wie das Ding fährt. Ja, alles super. Dann bin ich mit ein paar anderen zusammengefahren und ich habe einfach keine Chance gehabt, mitzufahren. Und ich habe mir da einen abgebrochen, bis ich irgendwann wirklich kontrolliert habe, stimmt denn die Ritzelgröße? Und sie hat nicht gestimmt. Ich war super geschockt. Ich habe mich da auch mit ein paar Leuten ausgetauscht und habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Ritzel und so passt alles. Und es war nachher tatsächlich das Ritzel. Also passt sehr auf und kontrolliert es lieber zweimal, ob eure Untersetzung passt. Was hier durch diese Konstruktion auch dazu kommt, das zeige ich euch mal kurz in der Bauanleitung, ist, dass hier vorne eine Umlenkung drin eingebaut ist, damit das Servo hier rechts sein kann. Da kann man auch ein bisschen was modifizieren, wenn man möchte, damit das ohne diese Umlenkung funktioniert. Aber grundlegend finde ich einfach diese Konstruktion nicht die beste, die es gibt. Also super schön gearbeitet, die Aluteile wie gesagt top, aber da muss man ein bisschen Freund davon sein. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Vom Fahrgefühl her war eigentlich alles gut und ich wollte sogar mal einen richtig krassen Vergleich haben. Ich habe mir sogar einen Automatics Frontier gekauft, um wirklich mich selber mit mir selber vergleichen zu können. Es war so, dass ich ein bisschen schneller war mit dem Awe, gleich auf Anhieb, aber das kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich mit dem Fahrzeug nicht so viel Setup-Erfahrung habe. Es gibt ja Jungs, die fahren das Auto wirklich sehr, sehr gut, vor allem auf Teppich, auch auf die vorderen Plätze in gewissen Rennen. Also ich denke, dass es da eher auf meiner Seite lag. Also vom Rundrum-Fazit zu dem Fahrzeug muss ich sagen, ich finde, es gibt nicht viel auszusetzen. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die man beheben kann. Und ganz wichtig ist einfach diese Konstruktion, dass man sich die vorher angeschaut hat. Wenn man die gut findet, dann ist das Fahrzeug zu empfehlen. Zur Anleitung gibt es auch nicht viel zu sagen. Sie ist sehr verständlich gestaltet, auch wenn man noch nie einen Serpent gebaut hat. Da gibt es nichts zu motzen, ist alles wunderbar. Ach ja, zur Homepage gibt es noch was zu sagen. Und zwar gibt es so eine Microsite von Serpent, wo dieses Fahrzeug aufgezeigt wird, was es alles für Features hat und alles Mögliche. Und da gibt es auch oben den Bereich Manuals. Und das war ich ein paar Monate, nachdem ich das Fahrzeug erhalten hatte. Wenn man da drauf geklickt ist, dann kam man einfach auf eine Unterseite, die tot war. Also, und das war über längere Zeit hinweg. Also wie gesagt, nach mehreren Monaten, da hat sich einfach keiner drum gekümmert, dass dieser Link irgendwie passt. Wenn man jetzt auf diesen Link klickt, ist es auch nicht viel besser. Denn dann wird man auf die X20 Medius Seite geleitet. Also das ist der ganz normale Standard-Tourenwagen. Und von Manual liest man da irgendwie gar nicht viel. Also um die Webseiten könnte sich, finde ich, Serpent auch noch ein bisschen besser kümmern. So, nun aber genug des Fazits zum X20 Front-Wheel Drive. Ich hoffe, dass die Corona-Zahlen jetzt auch wieder deutlich runtergehen und dass wir viel mehr rauskommen, um mit unseren RC-Cars zu fahren und auch wieder Rennen zu fahren. Ich muss mich da noch ein bisschen mehr zurückhalten. Diese Saison wird bei mir noch nicht so viel gehen, aber nächste Saison versuche ich dann wieder voll am Start zu sein. Ich hoffe, meine Videoserie zum Serpent X20 Front-Wheel Drive hat euch so ein bisschen weitergeholfen, wenn ihr das Fahrzeug noch nicht habt, da reinzufinden und auch zu entscheiden, ob das Auto was für euch ist. Und ich betone auch nochmal an der Stelle, schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr ein Anliegen habt. Denn inzwischen hat sich ja wirklich so eine kleine Community aufgebaut, die meine Videos schauen. Also vielen, vielen Dank dafür, freut mich natürlich sehr. Und nicht nur mich freut's, sondern auch die anderen. Denn das ist ja eigentlich mein Hauptziel, dass
die Leute, die diese Videos schauen, also ihr, dass ihr, ich sag mal, befruchtet werden, und das passiert nämlich inzwischen, dass ihr selber kommentiert unter den Videos und euch selber Tipps gebt. Ich mische mich da natürlich auch noch ein bisschen ein. Aber das ist genau das Ziel, was ich erreichen möchte, dass so eine Community entsteht, wie auch in den Foren, die es viele gibt, dass die Leute sich austauschen, dass sie voller Begeisterung mit dabei sind. Also das finde ich sehr klasse. Also schreibt weiterhin in die Kommentare, finde ich eine tolle Sache. Und somit beende ich diese Videoserie und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, euer Gregor.